Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den L'Oréal Paris Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 69,95 Euro, was ich für einen One-Brand-Adventskalender schon mal ziemlich happig finde. Vor allem, wenn das eine Brand ist, die generell in der Drogerie ist. Ne? Also es ist schon Hammer, weil das ja schon fast so viel ist wie von Lancôme oder Biotherm halt, ne? Dieser Adventskalender. Ich gehe davon aus, dass wir hier recht viel Schminke drin haben werden, aber ich würde sagen, wir müssen da uns erstmal gleich überraschen lassen. Ich habe den bei otto.de bestellt und er kam relativ ramponiert an, also hier löst sich da schon der halbe Adventskalender und so. Ich finde den an und für sich von der Optik her schön, ja, es ist nice, ne? Dieses grün-goldene passt auf jeden Fall weihnachtlich gesehen. Das Motiv an sich erschließt sich mir aber noch nicht, aber bevor wir hier irgendwelche Urteile treffen, fallen, gucken wir uns den Adventskalender von innen an und starten mit der Nummer 1. Wow, die Produkte sind einfach da drin festgeklebt. Yay! Okay, ich habe hier drin von L'Oréal, ich werde alles von L'Oréal hier drin haben, weil es ist einfach ein L'Oréal Adventskalender. Infallible 24 Hours Lipstick, einmal der Color Intense und der Boosting Balm und hier habe ich die Farbnummer 507 Relentless Rouge. Ja, ist auch dann wohl ein Full-Size-Produkt, also die Originalgröße und ich mag die Farbe. Das ist wirklich ein schöner Rotton und da muss ich mal gucken, ob mir das gefällt, weil normalerweise bin ich ja kein Fan davon, hier so ein Liquid Lipstick oder sowas aufzutragen, aber ich finde das schon mal sehr hübsch, ne? Schöner Beereton. Und dann lässt man das trocknen und darüber macht man dann den Balm, um das Ganze langanhaltend zu machen. Riecht süß, wie die halt immer so riechen, ne? Finde ich cool. Mutig, in die Nummer 2 einfach mal einen Concealer reinzupacken. Wow. Infallible More Than Concealer. Ich glaube, ich hatte den schon mal da. Der war mir zu trocken. Jetzt würde ich ihn nochmal ausprobieren. Komm, gib ihm noch eine Chance, Claudinchen. Und das ist die Farbe 322 Ivory. Also wirklich super mutig. Kann man nicht anders sagen. Ne? Also mir persönlich wird es passen. Ja, schon. Aber Base-Produkte finde ich in Adventskalendern halt prinzipiell immer schwierig. More Than Concealer, weil du den halt als Foundation auch mitverwenden kannst, ne? Scheint wirklich passend zu sein. Leichter Gelbstich ist mit drin, aber ich muss es mal schauen und probiere das mal an. Ich probiere den mal an. Ich schlüpfe da mal ran. Das nächste Lippenprodukt befindet sich in der Nummer 3. Aus der Color Reach-Reihe haben wir die Farbnummer 303 Rose Tendre. Ich glaube, so einen ähnlichen habe ich aber schon. Das weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Ich finde diese, L'Oréal Lippenstifte sehr, sehr schön. Ja, so ein Pink mag nicht jeder, ne? Oder so ein Rosa ist es viel mehr. Heute wird mal ein bisschen mehr geswatcht, weil ich das eigentlich ganz interessant finde und auch irgendwie recht viel behalten möchte. Ja, schöne Farbe. Der ist, der kann gelbe Zähne machen. Muss ich, wie gesagt, auch auf den Lippen mal ausprobieren. Jetzt haben wir schon den nächsten Lippenstift in der Nummer 4. Schönes Design auf jeden Fall. Color Reach Matte ist nicht meine Welt, wird weiter wandern. Die Nummer 349 Paris Cherry. Also, ne, matt ist nicht meins, mag ich nicht gerne. Ist aber ein aufregender Farbton, das kann man auch nicht anders sagen. Aber es dürfte mal so langsam ein bisschen was anderes als Lippenprodukte geben, weil L'Oréal hat doch andere Sachen als nur Lippies. Am Tag von Nikolaus haben wir den zweiten matten Lippie. Oh, Color Reach Matte 640 Erotique. Schöne Farbe. Also, ne, erstmal schöner Geschichtengedönsen, schöne Farbe. Also, das mag ich auch sehr, sehr gerne leiden, muss ich wirklich sagen. Aber ich mag halt nicht diese matten Geschichten. Die sind langanhaltender und so, aber ich mag halt nicht dieses Gefühl. Das liegt wahrscheinlich daran, ich habe generell ja trockene Haut. Und wenn ich dann noch so trockene Viecher auf meinen Lippen drauf habe, macht mich das wahnsinnig. Das mag ich nicht so gerne. Na, da schau mal einer an. Also, die Nummer 6, Nikolaus, ist überraschend. Denn hier haben wir L'Oréal Lip Blush in der Farbe 120 drin. Das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Rose ist die Farbe. Rose Santal. Sandalwood Pink. Okay. Sehr schöne Farbe. Mag ich gerne leiden. Mann, die Nummer 7 hat schon wieder so einen Kalorieschmatt, ne? Schade, Schokolade. Haute Rouge ist die Farbe. 347. Also, ja, es ist beautiful. Beautiful. Auch das ist beautiful. 50 Shades of Red ist echt shaking hier. Krass. Aber matt, nein. Bekanntermaßen darf die 8 machen, dass es kracht. Und das war hier so ein schönes, verheißungsvolles Kläppchen, wo so eine Tubenform drauf ist. Aber hier haben wir ein Sachet drin. Ach komm,
Ey, in einem 70-Euro-Adventskalender eine Probe reinzupacken, ist kacke. Das ist richtig kacke. Schönes Produkt habe ich gehabt, fand ich super. Elvital, Öl Magique, veredelndes Haaröl, ne? Aber hier ein Sachet mit 3,5 Millilitern reinzupacken, was man normalerweise in der nächsten Cosmopolitan mit drin hat, ist nicht geil. Nee. Naja, aber in der neuen dürfen wir uns über einen Lip Liner freuen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist der Color Riche Le Lip Liner und wir haben hier die Farbe 124 S'il vous plaît. Also bitteschön, so heißt das. Und das ist so ein, etwas, also ist das Rosenholz? Weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen aschiger unterwegs, ne? Ein aschigeres Rot, ein bisschen dunkleres Rot. Ist ganz hübsch. Den kann man sich auch mal ein bisschen besser angucken, ne? Wenn man halt diese Folie mal abnimmt. Ich glaube, das kommt ganz gut gerade. Und ist ein Stift zum Anspitzen. Wahrscheinlich haben wir auch noch einen Anspitzer drin. Ja, dann schreie ich aber. Der ist schön. Also kommt bierig auf der Haut rüber. Passt tatsächlich auch zu dem, den wir in der Nummer 1 drin hatten, ne? Den mag ich. Ja, über die Nummer 10 freue ich mich jetzt nicht so ultimativ. Hier ist ein Eyeliner-Gedönsen drin. Also ich sag mal Le Liner Signature Eyeliner, aber es ist für mich ein Kohlkajal. Ist die Farbe 01 Noir Kaschmir. Also meiner Meinung nach, ne? Kohlkajal-Stift. Ja, ne? Habe ich genug von, verwende ich nicht, wandert weiter. Und in der 11 hauen die einfach mal eine Full-Size-Mascara raus? Was ist denn los? Erstmal hier 5 Milliarden Lippenprodukte und dann hauen die sowas raus. Verwirrender Adventskalender. Geile Mascara, Lash Paradise, Limited Edition, Intense Volume, Spectacular Long Lashes, Pleasure to Apply. Ich mag die auch. Also kann ich nicht anders sagen. Also die Paradise Ecstatic damals und jetzt mittlerweile Lash Paradise und hast du nicht gesehen. Die mag ich gerne, die machen auch tolle Geschichten. Die haben so Kunstfaserbürstchen, die so erdnussförmig sind. Ist hübsch, kann man nicht anders sagen. Aber ich meine, ich habe davon tatsächlich noch eine Version offen. Das heißt, die wird nicht bei mir bleiben, sofern ich die noch habe. Das muss ich halt erstmal in meiner Backup-Geschichte gucken. Aber wie beautiful sind bitteschön diese shiny-piny-Geschichten da drauf. Für mich ist es natürlich praktisch, ne? Weil ich halt so viele Adventskalender packe und so, dann wird jedes Produkt sein Zuhause finden. Das kann man nicht anders sagen. Aber wenn man ne, halt den Adventskalender nicht als ich aufmacht, ärgert man sich zuallererst darüber, wie furchtbar der auseinanderfusselt die ganze Zeit. Und dann über diese 5 Milliarden Lippenprodukte, ist geflasht von der Mascara, ist verwirrt über den Concealer, läuft. Halbzeit. Die Nummer 12 enthält einen Perfect Slim by Super Liner. Okay, 24 Stunden Eyeliner, waterproof in der Farbe 01 Intense Black. Sowas mag ich, ne? Ich bin ja ein Fan von Eyelinern und von Filz-Eyelinern und so. Das verwende ich auch immer, wenn ich mich schminke, weil ich es einfach mag. Und das dürfte jetzt auch einfach so ein Filz sein. Hallo? Boah. Oha. Also nicht super präzise Spitze. Schaut aber ganz gut aus, muss ich sagen. In der Nummer 13 haben wir wieder eine Mascara drin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also so durcheinander alles. Die Volume Million Lashes, die habe ich tatsächlich da. Die habe ich letztens in einer Box drin gehabt. Ich glaube, die hat ein Gummibürstchen, ne? Das ist ein bisschen was anderes. Aber ja, wieder eine Full-Size-Mascara. Ist per se schön. Leute, das ist echt so dermaßen merkwürdig aufgeteilt. Jetzt in der Nummer 14 haben wir nämlich noch eine Mascara drin. Warum? 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 Egal. Lash Paradise, hier haben wir die Variante in Waterproof. Ist nichts für mich, weil ich keine wasserfesten Mascaren verwende. Wasserfeste Mascaren halten zwar länger, aber sie sorgen halt auch dafür, dass die Wimpern schneller abbrechen, ausfallen oder sonst irgendwas. Und das mag ich nicht. Dann nehme ich lieber in Kauf, dass es ein bisschen bei mir hier oben mal abstempelt oder so. Aber ja, ich verwende halt keine wasserfesten Mascaren. Vor allem... Hatten wir die gerade? Und ich weiß auch nicht. Ich finde es verwirrend. Schreibt mir gerne jetzt schon mal eure Meinung in die Kommentare. Fangt schon mal an mit eurer Meinung. Die 15 ist jetzt für mich keine Überraschung, weil die eben die ganze Zeit schon rausgeflogen ist. Aber wir haben hier random einfach mal ein Haarspray drin. Ja, auch Pflege gehört zu und Styling gehört zu L'Oreal. Elnett. Ultrafeines Haarspray, intensives Volumen, starker Halt, spielend leichtes Ausbürsten. Und das sind 75 Milliliter. Jo, ne? Haarspray ist nie weg. Ich verwende kein Haarspray, aber ist nie weg. Die Nummer 16 ist was für die Augenbrauen und zwar Plump & Set Brow Artist Reinforcing Brow Serum in Transparent 4,9 ml. Das scheint ein Augenbrauengel zu sein. Finde ich cool. Haben wir jetzt öfters mal in Adventskalendern und in Beautyboxen drin. Das feiere ich, ne? Mag ich. Kleines Spoolie mit dabei. Mag ich. Gut. Weiter so, L'Oreal. Weiter so. In der Nummer 17 haben wir etwas drin.
Was ich eigentlich immer schon mal von L'Oreal ausprobieren wollte, aber ich habe immer gesagt, ich mag keine Monolidschatten. Das ist ein bisschen schwierig jetzt gerade für mich, dem zu widerstehen, weil ich packe ja auch einen Monolidschatten-Adventskalender. Deswegen wird dieser hier weiter wandern. Ich werde irgendwann mal im Geschäft sowas swatchen, um das mal anfassen zu können. Aber nur um den jetzt anzufassen, werde ich den jetzt nicht aufmachen, weil wie gesagt, ich mache noch einen Monolidschatten-Adventskalender, den ich hier auf diesem Kanal verlose. Also folgt mir gerne hier, ne? Hier unten einmal abonnieren, dann verpasst du auch dieses Video dann nicht. Das hier ist jetzt die Farbe 20 Queen Satin. Sieht wirklich schön aus. Wirklich, wirklich schön. Also das ist eine tolle Farbe. Und so eine Farbe kann ich mir auch wirklich als Monolidschatten vorstellen. Deswegen habe ich mit mir eben gehadert, weil ich habe öfters mal, dass ich in Lidschattenpaletten super viel tolle Töne drin habe, aber mir fehlt immer einer für Augenbrauen-Highlight und für Inner-Corner-Highlight, denn ich, also, ne, was hell genug ist und der würde halt perfekt passen. Nein, ich hau mir auf die Finger und sage, nein, der kommt in den Verlosungs-Adventskalender. Erfreulicherweise haben wir ja zum Start der Weihnachtswoche hier ein Full-Size-Produkt drin von der Pflege und nicht wieder ein Sachet wie eben. Die Nummer 18 enthält L'Oreal Elvital Dreamlinks, das No-Frizz-Serum. 230 Grad Hitzeschutz, bändigt Frizz ohne Ausspülen, langes, widerspenstiges Haar. Das hört sich nach meinen Haaren an, ne? 100 ml haben wir hier drin. Also schon so ein Produkt, was ich dann jetzt mir auch in die Haarlängen geben kann, bevor ich meine Haare zum Beispiel föhne oder so. Das werde ich behalten. Hä? Gut, ja, in der Nummer 19 haben wir noch einen Kohl-Kajal. Finde ich sehr verwirrend, weil wir hatten ja eben schon einen drin, der zwar als Eyeliner tituliert war, aber halt auch so ein, ne, so ein Stift war halt, sowas. Komisch. Aber gut. Entschuldigung, mir ist die Mascara runtergefallen. Hat dann wohl auch eine andere Haltbarkeit und der ist auch kleiner. Hier steht nicht drauf, wie viel Gramm das sind. Ist vielleicht die Hälfte von einem normalen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss mal gucken, wie ich euch da den Wert so ausrechnen kann. Das ist die Age Perfect Golden Age Auge, also quasi eine Augencreme mit 15 ml. Das ist ein Glastiegel und das fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und ich glaube, dass das auch eine ganz coole Geschichte ist. Jo, ne? Jo. In der Nummer 21 haben wir wieder so einen Lip Liner in der Farbe Borde Rose 302. Da bin ich mir gerade sehr, sehr sicher, dass ich den schon habe. Das heißt, der wird auch weiter wandern. Aber, ne, ist ja nicht schlimm. Auch das wieder einer zum Anspitzen. Finde ich cool. Und das ist auch ein schöner Rosenholzton. Das heißt, der andere war kein Rosenholz, sondern ein Biereton. Und das hier ist jetzt ein Rosenholzton. Man freut sich die ganze Zeit, diese riesige, wirklich riesige Nummer 22 zu öffnen, bekommt dann in Anführungsstrichen nur eine Maske raus. Also ich mag Masken, davon mal ab, ne? Aber das ist halt natürlich ein bisschen so, ich dachte, da wäre eine Palette oder so drin. Naja, es ist die aufpolsternde Maske Revitalift Filler, sofort polstert auf und glättet für 24 Stunden, spendet Feuchtigkeit, ultradünne Tuchmaske. Finde ich schön. Also ich mag Tuchmasken. Ne? Sowas verwende ich auch ganz gerne. Und ja, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ist okay. Oh mein Gott, wir haben in der Nummer 23 was ganz, ganz Interessantes drin. Aber auch das verwende ich nicht. Age Perfect Cream Eyeshadow in der Farbe 07 Vibrant Beige. Mega geile Farbe. Wirklich, wirklich schön. Also das kann ich mir auch ganz toll vorstellen. Aber ich verwende sowas echt weitestgehend nicht, ne? Ich glaube, der kommt auch in den Monolidschatten-Adventskalender. Wer weiß, vielleicht kann ich sogar zwei dieses Jahr packen, weil es waren ganz schön viele Monolidschatten in Adventskalendern und so drin, ne? Schon krass. Aber ja, Hammer. Schön. Die Nummer 24 habe ich jetzt hier und zwar ist das ein Bronzer. Das finde ich klasse, das mag ich gerne leiden. Bronze to Paradise, das ist auch irgendwie so ein relativ neuer, glaube ich, ne? Die Farbe 03 Back to Bronze ist das. Kommt mir aber gerade sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich den nicht vielleicht sogar schon habe. Wie gesagt, der kommt mir bekannt vor. Naja, wahrscheinlich, weil er mich gerade an meinen Back to Bronze erinnert, den ich sowieso schon habe, ne? Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Nur ein bisschen dunkler. Und ich glaube, das wäre mir dann auch ein bisschen zu dunkel, weil der ist eigentlich ganz geil. Ihr Lieben, das war's nun gewesen, ne? Sieht der nicht krass zerstört aus? Hammer. Ja, also interessanter Inhalt, der total bescheuert verteilt ist, muss man ehrlich sagen. Ja, wir werden schönen Wert hier haben. Safe auf jeden Fall. Aber es ist nicht unbedingt 70 Euro, weiß ich nicht. Ich bin mir gerade total unschlüssig, weil das sind alles Full-Sizes, ne? Und ich brauche jetzt eigentlich außer dieser eine Kohl-Kajal, den ich sehr merkwürdig finde, und dieses eine komische Sachet, was darin einfach nicht zu suchen hat, ne? Aber ich bin mir gerade so dermaßen unschlüssig, ob ich den jetzt geil finde oder ob ich den jetzt
nicht so geil finde. Also das spricht schon mal Bände. Das finde ich ganz furchtbar. Aber ansonsten finde ich den eigentlich gut, aber zu teuer. Ganz einfach. Ich finde ihn zu teuer. Wenn die den jetzt für 50 Euro hingestellt hätten, ne? Keine Ahnung. Dann wäre das halt auch auf einer Schiene mit Mabel und so. Ich habe da ein Haar. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Schreibt mir gerne eure Meinung mal zu dem Kalender in die Kommentare. Das würde mich nämlich gerade voll interessieren. Ihr Lieben, das war es jetzt auch von mir und dem Adventskalender, der hier schon von alleine sich verabschieden möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!